Also hallo noch einmal und einen schönen Nachmittag. Und ich habe die Ehre, über ein Thema zu sprechen, was die meisten von hier nicht betrifft, aber trotzdem ist von großem Interesse, weil es ein wichtiges Thema ist, nämlich die Neuromyelitis Optica. Ich habe verschiedene Disclosures und wenn Sie hinschauen, alle von diesen Sponsoren hier, mit denen habe ich Disclosures. Ich versuche immer meine Vorträge sehr ausgewogen zu halten und ich hoffe, das gelingt mir auch in diesem Fall. Das ist die Wilma. Die Wilma ist mein Hund und die Wilma ist eigentlich ein lieber Hund, obwohl sie manchmal auch wirklich sehr anstrengend ist. Das ist im Gartner. Und für mich ist es ganz klar, das war die Wilma. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass die Wilma nicht mehr in den Garten darf. Bedeutet, für die Wilma ist natürlich eine Bestrafung, also ich habe Therapie gesetzt. Aber jetzt schauen Sie an, was da passiert ist. Das ist der Leopold. Der Leopold ist mein Kater und der Leopold macht den Garten weiterhin kaputt. Also mehr oder weniger, ich habe die Wilma bestraft, eine Therapie gegeben, was möglicherweise der Wilma schädigt. Wenn sie nicht raus kann, kann sie auch das Haus zerstören, aber es hat mir eigentlich nichts geholfen. Was ich damit sagen möchte ist, in manchen Fällen ist es wirklich sehr wichtig, dass man Differentialdiagnosen hineinbezieht. Weil viele von den MS-Medikamenten, was der Helmut Rauschka vorher erzählt hat, bei der NMO nichts helfen werden. Und genau deswegen möchte ich die NMO vorstellen. Gehen wir mal zu Patienten. Fall 1, ein 28-jähriger männlicher Patient, super gut einsetzendes Verschwommensehen beider Augen, kennen viele von Ihnen, Zustand auf Ausgangsniveau ohne jegliche Therapie. 4 Jahre später, Opticus neuritis auf dem linken Auge, Doppelbilder, also wieder ein Schub. Nach 5 Jahren nach der Erstsymptomatik, nicht mehr fähig Sport zu betreiben, Müdigkeit, Einschränkung der Gehfähigkeit. Im Verlauf, typischer Verlauf, Inkontinenz, erektile Dysfunktionen, Harnwegsinfekte, Ataxie, Spastik, Tetraparese, also er konnte wirklich die Arme und Beine nicht mehr bewegen und schlussendlich tot nach 26 Jahren nach dem ersten Schub. Zweiter Patient, 23-jähriger alter Mann. Kompletter Visusverlust, also Blindheit auf dem rechten Auge, im April war das, mit nachfolgender leichter minimaler Besserung. Im Mai, also einen Monat darauf, Schwäche der Beine, Paraplegie, also konnte die Beine nicht mehr bewegen, Spastik, Inkontinenz und eine Optikusneuritis auf dem anderen Auge. Über die nächsten Wochen ein Querschnitt bis zur Höhe der 6, also hat da gar nichts mehr funktioniert, auch nichts mehr gespürt bis zum Brustbereich. Am 23. Juni Blindheit auf dem linken Auge, Fieber, Infektion, Tetraparese, Tetraplegie, also Arme und Beine nicht mehr bewegen können, die Atmung war eingeschränkt und schlussendlich am 27. Juli ist der Patient verstorben. Ich kenne beide Patienten nicht, weil beide Patienten sind einfach historische Patienten. Der erste Patient war der Augustus Dest. Von der König Victoria war sein Enkel. Und der hat alle seine Aufzeichnungen, ein Tagebuch gemacht und hat seine ganzen Symptome. Im Nachhinein wurde er als MS diagnostiziert. Hier sehen Sie auch oben seine Schrift, seine ersten Einträge, wie schön er noch geschrieben hat, zum Schluss gekritzelt. Auf der rechten Seite, das war einer der ersten Fälle mit einer NMO. Und das ist der wesentliche Unterschied. Die NMO, die Schübe verlaufen wirklich sehr heftig. Blindheit ist nichts Außergewöhnliches nach dem ersten Schub. Ich möchte keinen Patienten Angst machen, ist auch nicht notwendig, weil damals hat es keine Therapie gegeben, man hat es auch nicht erkannt, was das war. Jetzt haben wir sehr gute Therapien, zum Beispiel die Plasmapherese im akuten Schub. Also sowas sollte nicht mehr vorkommen und habe ich bis jetzt auch nicht gesehen. Was ist der Unterschied? So hat man sich vorgestellt im 19. Jahrhundert, wie die MS ist, mit den verschiedensten kleinen Läsionen, das Rückenmark und im Kopf drinnen. Und das sind die Originalzeichnungen von 1894, wie der Kollege das einfach wirklich die Hirnschnitte gemacht hat, die Wirbelsäule, und hat eigentlich von vorne bis unten gesehen, dass überall eine Inflammation war. Das komplette Wirbelsäule war betroffen.
Ich habe nicht so kleine Auffälligkeiten, sondern es zieht sich von oben bis unten durch. Und hier sieht man, wie das ausgeschaut hat. Hier sieht man sehr gut, ganz unten, dass die komplette Wirbelsäule betroffen war. Danke. Hier sieht man auch die Läsionen, wie sind bei der MS eine kleine Läsion und bei der NMOSD sieht man, dass es wirklich langstreckig ist. Das war der Augustus, da sieht man seinen Verlauf, ein typischer MS-Verlauf. Und viele von Ihnen werden sagen, ja, das trifft eigentlich auf mich auch zu. Damals hat es noch keine Therapien gegeben, keine wirksamen. Und bei der NMO ist es aber anders. Innerhalb von 4 Monaten ist der Patient ja verstorben. Also der erste Schub, keine Besserung, zweiter Schub, keine Besserung, dritter Schub, keine Besserung und vierter Schub sozusagen war der Patient tot. Und was man sieht bei den NMO-Patienten, diese Progression, wie es hier gibt, die sekundär chronische Progression, wo wir keine Therapiemöglichkeiten haben, gibt es bei der NMO eigentlich nicht. Da sind es wirklich die Schübe, die zu den Problemen führt. Also muss ich wirklich die Schübe verhindern. Bei der MS sieht man die disseminierten Läsionen, also viele kleine Läsionen übers Nervensystem. Bei der NMO Neuromyelitis optica, Neuro ist das Nervensystem, Myelitis ist die Wirbelsäule, optica ist der Sehnerv, sieht man vor allem die Wirbelsäule und den Sehnerv. Der Schub ist bei der MS, es gibt immer Ausnahmen, aber selten wirklich so schwer, dass ich zum Beispiel auf einem Auge blind bin. Hier ist es keine Außergewöhnlichkeit, dass ich nach dem ersten Schub oder im Schub blind bin. Je früher ich zum Arzt gehe, je früher ich eine Plasmapherese bekomme, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Patient wieder sehen. Und das klappt auch gut. Ich zeige später Bilder diesbezüglich. Im MRT sieht man multiple Herde bei den MS-Patienten. Bei der NMO ist es anders. Vor allem der Optikusnerv, der Sehnerv, das Chiasma. Das Chiasma ist einfach das Kreuz, wo sich die beiden Sehnerven kreuzen. Chiasma, Kreuz. Und die Area postrema, kommen wir noch dazu. Wirbelsäulen-MRT, klein, oft peripher, wie wir vorher gesehen haben. Bei der NMO zieht sich das die komplette Wirbelsäule teilweise hindurch. Und Sie wissen ja, wenn der Gürtel in Wien ein Problem hat, dann steht alles. Und bei der NMO ist es vor allem der Gürtel in Wien, der was das Problem macht. Die Bandner, die Lumbalpunktion. Bei den MS-Patienten 80-90% positiv, ich würde sogar über 90 hinausgehen, aber die typischen Antikörper für eine NMO sind nicht vorhanden. Bei der NMO haben wir die Bandner 20-40% positiv. Es hilft uns ein bisschen weiter, aber eigentlich kann man sagen, ist eine Inflammation, also eine Entzündung oder geht es in eine andere Richtung. Und die können im Gegensatz zur MS wieder verschwinden, aber diese typischen Antikörper sind bis zu 90% positiv. Und diese Antikörper, wenn NMO-Patienten hier anwesend sind, die wissen, wie heftig ich auf diese Antikörper schaue. Im Liquor die Zellzahl kann hoch sein, wie auch immer bei der MS, selten über 75 Drittelzellen. Hier tausende Drittelzellen habe ich schon gesehen. Andere Autoimmunerkrankungen sind selten bei der MS. Bei der NMO ganz häufig, jeder zweite, ob es eine Myasthenie ist oder ob es ein Lupus erythematodes ist, also auch rheumatologische Erkrankungen sehe ich sehr häufig bei der NMOSD. Betroffene Patienten in Österreich, Studie hier von Wien damals, 13.200 MS-Patienten in Österreich. Eine Studie aus Österreich 2013, 71 Patienten. Wir gehen davon aus, wir haben eine sehr gute Abdeckungsrate, dass ca. 150 Patienten sind. Also Sie sehen schon, MS-Patienten viel häufiger, NMO-Patienten ca. 150 in Österreich. Frauen sind bei der MS mehr betroffen. Circa auf einen Mann kommen 3 Frauen bei der MS. Also Frauen haben häufiger MS. Bei der NMOSD auf einen Mann kommen 10 Frauen. Also viel häufiger. Also es ist fast eine Frauenerkrankung und ich habe so 33 Patienten in Behandlung, davon habe ich 3 Männer, was genau mit diesen Zahlen wieder zusammenpassen würde. Was ist die Diagnose?
Die Manifestationen sind wichtig. Hier sieht man einen NMO-Patienten, langstreckig. So sieht man bei der MS nicht. Und zusätzlich sieht man, hier, das ist das Chiasma. Hier kreuzen sich die Sehnerven und hier das Chiasma. Und das ist auch was Typisches, was bei der MS nicht vorkommt. Doch wenn ich das habe, kann ich schon in eine gewisse Richtung gehen. Und daher kommt auch der Name. NMO, Neuromyelitis Optica. Das wissen wir schon seit längerer Zeit. Die ersten Fälle 1804 beschrieben, dann viele ausgelassen. 1870 in England wurde eine Assoziation hergestellt, dass man gesagt hat, das ist eine Erkrankung. Das ist nicht so, dass es einfach ein Zufall war, dass einer die Wirbelsäule und Sehnerv betroffen hat. Nein, da ist eine Erkrankung dabei. Der Trashfeld, haben wir vorher die Bilder gesehen, die haben mehrere Fälle darüber berichtet und haben auch die Inflammation nachgewiesen, weil er auch wirklich das im Mikroskop genau nachgeschaut hat, was wir vorher schon beim Helmut Rauschke gesehen haben, wie man das gemacht hat. Und dann 1894 hat es ein gewisser Kollege aus Frankreich, der De Wick, beschrieben, denn häufig wird die NMO als auch De Wick-Erkrankung bezeichnet oder als Österreich als Devich-Erkrankung, aber es war Franzose, deswegen De Wick. Es hat sich alles geändert 2004. Da hat man nämlich die spezifischen Antikörper gefunden, die was eigentlich wirklich so spezifisch sind für die NMO, dass ich es wirklich unterscheiden kann. Das waren die NMO-Antikörper. Man macht eine Zeit davor und eine Zeit danach. Warum eine Zeit danach? Weil man das erste Mal gesehen hat, da gibt es Antikörper, ich weiß, wo ich angreifen kann. Diese Antikörper habe ich bei der MS nicht. Bei der NMO habe ich die Antikörper und ich weiß, was das Problem macht. Und ein Jahr später, schon 2005, hat man gesehen, dass die NMO-Antikörper, wegen der Erkrankung wurden sie so genannt, gegen Aquaporin-4-Kanäle gerichtet sind. Diese Aquaporin-4-Kanäle sind Wasserkanäle, deswegen auch Aquaporin-4. Und die sind für die Osmose zuständig. Also jede Zelle muss ja leben irgendwie und da muss Wasser reinfließen, Wasser rausfließen. Und wenn das nicht funktioniert, gehen die Zellen zugrunde. Und wenn diese Zellen zugrunde gegangen sind, dann kommt das Immunsystem. Und das Immunsystem nimmt einfach Kollateralschäden in Kauf. Die versucht alles zu zerstören, was rundherum ist. Deswegen sind die Schübe auch so wirklich gravierend und muss sofort wirklich abgeklärt werden. 2004 eben der Antikörper, wo man dann eben in verschiedensten Studien gesehen hat, welche Patienten haben MS, welche haben nach den alten Kriterien und da haben wir gesehen, dass es ein hochspezifischer Antikörper ist. Daraufhin hat es die Antikörper, die diagnostischen Kriterien gegeben. Obligat bei 2006 die Sehnerventzündung und die Myelitis, okay, was wir auch vorher gesehen haben. Zusätzlich mussten noch 2 von 3 Kriterien erfüllt worden sein. Einerseits diese Antikörper und oder, dass wir im Myelon, wie wir vorher gesehen haben, diese langstreckige Läsion gesehen hat und als drittes und oder, dass es MR nicht typisch für eine MS ist. War ganz wichtig. Hier sieht man es nochmal. Das sind typische NMO-Bilder. Das waren damals die Diagnosekriterien. Jedoch, es gibt noch weiteres. Erbrechner, 1829 schon beschrieben worden. Erbrechen kann ich durch diese beiden Sachen nicht erklären. Da muss der Hirnstamm betroffen sein. Zu Beginn hat man glaubt über unseren einen ersten Patienten, dass es nur ein Schub ist. Nein, die können mehrere Schübe haben. Man hat auch eine Hirnstamm-Enzephalitis gesehen, also dass der Hirnstamm wirklich dieses Motherboard im Gehirn, was wirklich alles regelt, wirklich Entzündung haben kann, wurde initial als Subform einer MS angesehen. In Japan ist es viel häufiger. In Japan gibt es rund 40.000 MS-Patienten, aber 20.000 NMO-Patienten. Und in Japan haben sie viel mehr Erfahrung damit. Also wenn ich jetzt mit 33 NMO-Patienten daherkomme, in Europa bin ich der große Held, in Japan lochen sie mich aus. In Japan sagen sie, unter 300 Patienten brauchst du gar nicht kommen. Das ist mal die Zahl, was die in Japan haben. Deswegen sind wichtig, weitere Manifestationen zu kennen. Schluckauf interessanterweise. Nein, bitte keine Angst haben. Jeder von uns hat mal schon Schluckauf gehabt. Aber meistens hört der Schluckauf nach einer gewissen Zeit bei uns auf. Wenn es aber wirklich über Wochen geht, Erbrechner,
Ja, jeder hat bei uns schon ein Brechen gehabt. Aber wenn das Brechen die ganze Zeit unkontrolliert ist, Herzrhythmusstörung, ja, jeder von uns hat schon mal Herzrhythmusstörung gehabt. Aber wenn diese drei Sachen zusammenkommen und nicht aufhören, Vorsicht. Das kann nämlich die Area Postrema sein. Und das ist die Area Postrema. Im MRT hier sieht man den Hirnstamm und genau dieses kleine helle Pünktchen ist neben dem Sehnerv und neben dem Myelon das ganz Klassische. Wenn ich das sehe, gehört eine NMO abgeklärt. Und man sieht es auch durch die Publikationen, dass es relativ häufig ist. Und hier wird nur erklärt, wo diese punktförmigen Läsionen sind und wie die Netzwerke im Gehirn zusammenlaufen. Das Nervensystem ist einfach eine Autobahn. Überall die Netzwerke zusammen. Und wenn ich irgendwo ein Problem habe, habe ich einen Stau. Und diesen Stau, was diese Schübe sind, was jeder von unseren Patienten jetzt schon mal gespürt hat, oder nicht nur die Schübe, sondern bei progressiven Formen, diese Behinderungen, das ist einfach dieser Stau, der durch diese Autobahnbaustellen entsteht. Wie wir schon gesehen haben, Erbrechen und das alles, das ist das dritte klassische Symptom. Patientin über Übelkeit, Erbrechen und Schluck aufgestört, ist nicht besser geworden, auf der Gastroenterologie aufgenommen worden. Nichts wirklich Wegweisendes. Dann sind die Neurologen gekommen, wir machen mal ein MRT. Und da haben wir die Area Postrema gesehen, wie wir das vorher gesehen haben. Alles weitere unauffällig. Wir haben dann wirklich Cortison gegeben und nach 5 Tagen war das wirklich alles weg. Area Postrema ist unangenehm, aber relativ gut zu behandeln. Wiederholt getestet und Aquarin 4 positiv. Also das ist eine Patientin mit einer NMOSD. Also eine Neuromyelitis Optica hat sie ja nicht, weil sie hat ja Sehnerv in Ordnung, Myelon war in Ordnung, aber ich habe das klassische Symptom, deswegen eine Neuromyelitis Optica Spektrumerkrankung. Und momentan spricht man von den Spektrumerkrankung und nicht nur von NMO, weil es viel breiter gefasst wird. Patientin mit Schläfrigkeit. Ja, jeder fühlt sich von uns müde und schläfrig. Aber was ist mit Schläfrigkeit müde? Der Patient ist nicht mehr erweckbar. Und hier sieht man, dass es auch im Mittelhirn zu Problemen kommen kann. Überall diese Läsionen durch und das ist im Hypothalamus. Und der Hypothalamus ist wirklich dafür verantwortlich, dass ich wieder wach werde. Wenn sich diese drei Bilder, was ich Ihnen bisher, also 4 Bilder bis jetzt gezeigt habe, das ist für MS-Patienten passt es nicht. Also die Bildgebung, die Klinik hilft mir schon zur Unterscheidung. Das haben natürlich auch die klugen Spezialisten gemerkt und gemeint, diese Kriterien passen nicht. Deswegen gibt es jetzt diese neuen Kriterien, die NMOSD-Kriterien, Neuromyelitis Optica Spektrumerkrankungen, also breiter gefasst. Es gibt Seropositive, wo ich den Antikörpernachweis habe, ca. 90%. 10% haben es aber nicht. Bei den Seropositiven ist die Diagnose relativ einfach. Ich schaue mal an, was die Patienten haben. Die haben eine Klinik, Antikörper da, Diagnose habe ich. Bei den Negativen ist es kompliziert. Erstens mal reicht mir nicht eine Klinik, sondern reichen mir 2. Ich brauche 2 Symptome. Und eines von diesen Symptomen muss das Sehnerv sein, muss das Myelon sein oder diese Area Postrema, dieser Schluck auf sein. Und ich brauche noch verschiedenste MRT-Kriterien, damit ich es wirklich gut unterscheiden kann von einer MS. Und ich muss wiederholt diesen Aquarin 4-Test machen. Dieser Aquarin 4-Test ist von dem her wichtig, denn wenn er positiv ist, habe ich mehr Therapiemöglichkeiten. Wenn er negativ ist, habe ich mehr oder weniger nur eine einzige Therapiemöglichkeit. Die MRT-Kriterien überspringe ich kurz, weil die zeige ich Ihnen gleich mit anderen Bildern. Chiasma, Sehnerv. Das sind die typischen Diagnosekriterien für die negativen Patienten, die die Antikörper nicht haben. Area Postrema, typisch. Das Komische, wenn die Patienten so schläfrig sind im Hypothalamus, typisch. Dann auch diese Läsion hier sieht man bei der MS nicht. Ist jetzt wirklich schwierig zu unterscheiden. Es gibt nämlich die weiße Substanz und die graue Substanz.
Und das hier ist typisch graue Substanz und da haben die MS-Patienten keine Läsion. Das kann sich wie ein Schlaganfall mehr oder weniger auswirken. Im Hirnstamm kann ich was haben, wo Augenbewegungsstörungen sind. Auch das sehe ich bei den MS-Patienten so nicht. Ich sehe viele multiple kleinere Pünktchen und diese langstreckige Läsion, also die LTM. Ist die Diagnose einfach? Na, ist es nicht. Denn wenn man sich dieses Bild anschaut, wenn Patienten schon mal mit dem Arzt die Bilder angeschaut haben, das ist was typisch, was ich bei der MS sehe. Das Hahnenkammzeichen. Auch das könnte man sich vorstellen, vor allem bei der NMO, dass relativ weniger wird. Aber ich muss immer dran denken, ist das was Typisches, was bei der MS auftritt, oder ist es mir doch zu lang? Dann muss ich wieder die Kontrollen machen. Was bei dieser Patientin war, sehr viele spinale Manifestationen, die Patientin hat das später erkannt. Schwangerschaft, sehr viele Schübe in der Schwangerschaft. Sie hat 3 Schübe in einer Schwangerschaft gehabt. Und jeder von Ihnen weiß, der was in Betreuung ist, MS-Patienten und Schwangerschaft ist eigentlich kein Problem. Und das ist auch so. Bei der NMO ist es ein Problem. Weil bei der NMO die Immunantwort stärker wird. Ich sehe, dass die Antikörper ansteigen und neue Läsionen haben kann. Also Exzitation in der Schwangerschaft, ein neuer Schub in der Schwangerschaft, vorsichtig. Es kommt trotzdem vor bei MS-Patienten, aber 3-mal in einer Schwangerschaft, das ist mir zu viel. Und ganz wichtig, Progression unter Natrizumab, unter Dysabri. Wie wir vorher gehört haben, das Dysabri ist so ein gutes Medikament. Diese Patientin hat mehrere Schübe unter Dysabri gehabt. Wenn Dysabri nicht hilft, Vorsicht, stimmt die Diagnose. Und dann haben wir es mit verschiedensten Testungen nochmal den Test gemacht und die Patientin war positiv. Seitdem hat sie auch eine andere Therapie bekommen und seit sie die andere therapiert, ist sie stabil. Wir wissen, dass manche Medikamente, MS-Medikamente, die Schübe aggravieren bei der NMO. Wir wissen, dass die Schwangerschaft wirklich ein großes Problem sein kann bei NMO-Patienten, weil da mehr Schübe auftreten. Und auf diese Arbeit bin ich sehr stolz. Das war meine allererste wissenschaftliche Arbeit. Und da haben wir leider eine NMO-Patientin gehabt, die in der Schwangerschaft heftigste Schübe gehabt hat. Und das sind auch die Bilder von ihr. Ist jedes Myelin-Läsion gleich ein NMO? Kompliziert. Interessanterweise gibt es auch die neuen Therapien, die neuen Tumortherapien, die das Immunsystem antreiben. Und auch da haben wir immer wieder NMO gesehen und die Antikörper kommen. Cortison und Plasmapherese, deutliche Besserung. Jedoch, einen ähnlichen Patienten zur gleichen Zeit, ist im gleichen Zimmer gelegen, ein Patient, der die Beine nicht mehr bewegen konnte, aber innerhalb von 4 Stunden, eigentlich war es mit einem Schlag konnte er nicht mehr die Beine bewegen, heftigste Schmerzen. Und man sieht, das sieht man jetzt leider nicht, der hat einfach eine Ischämie gehabt. Ist wirklich relativ schwer zu unterscheiden. Was das für uns bedeutet ist, dass nicht jede Wirbelsäulenläsion, auch wenn sie länger ist, auch wenn es wirklich sehr schwer ist, gleich ein NMO ist. Also bedeutet, die Diagnose kann manchmal wirklich schwierig sein. Und warum ich das hier sage, ist, weil möglicherweise NMO-Patienten drinnen sind und sagen, einen langen Lauf habe ich hinter mir gehabt. Und da möchte ich nur sagen, es ist leider nicht immer ganz einfach. Wenn es immer so einfach wäre, dann würde man nicht den Roma brauchen. Schläfrigkeit. Eine Patientin, Urlauberin aus Rotterdam. Verwirrtheitszustand, Dysarthrie, Aphasie. Mammakarzinom in der Vorgeschichte. Soporös. Bedeutet, dass sie so schläfrig war, ich musste sie wirklich zwicken, dass sie mit mir gesprochen hat. Cortison, leichte Besserung. Hier sehen Sie diese Bilder. Alles inkonklusiv gewesen. Wir haben sogar geglaubt, dass es ein Lymphom ist. Und die Patientin kommt aus Holland, wollte nach Holland zurück. Wie sie in Holland ist, haben wir natürlich plötzlich die Antikörper bekommen und zwar da. Wenn die Antikörper negativ sind, was macht man dann? Patient, das sind diese typischen Hirnstammproblematiken, hat so eine Augenmotilitätsstörung gehabt und in der Wirbelsäule langstreckig. Er hat vorher eine Infektion gehabt und die Zellzahl war bei 1300 Drittelzellen. Also bei MS-Patienten ist ausgeschlossen. Die ist einfach draußen. Das ist unmöglich.
Sie waren negativ, die Antikörper. Es gibt auch negative Fälle. Jedoch, wenn man die Antikörper für Aquarin 4 nicht findet, und es tut mir leid, ich tue es ein bisschen ausholen, aber ich bin da ganz kurz dort, damit Sie nur wissen, es gibt auch MOC-Antikörper. Die MOC-Antikörper brauchen wir jetzt aber nicht sprechen. Da gibt es wenige Patienten in Österreich und das bespreche ich mit Ihnen, weil sonst wird das zu kompliziert. Und dieser Patient hat eine MOC-Antikörpererkrankung gehabt, was ähnlich wie eine NMOSD verlaufen kann. Gut für den Patienten, verläuft deutlich besser. 5 Tage Cortison, beschwerdefrei, nie mehr Probleme gehabt. Hier sieht man den Nerven, hier sieht man da, wo Aquaporin 4 ist und was ansetzt. Die MOC ist auf dem Myelin, überall auf dem Nerven ausgedrückt und deswegen ist es wirklich ein sehr breites Spektrum. Gibt es jetzt neue Diagnosekriterien, braucht man nicht hineingehen, das würde zu weit gehen. Das, was Sie aber natürlich interessiert ist, gibt es Therapien? Ja, gibt es. Erstens einmal, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Frage von vorher, Steroide und Plasmaaustausch. Das ist das Um und Auf. Also wir sehen, dass die Steroide meistens nicht ausreichend wirksam sind. Und bei der MS, viele von Ihnen werden schon mal eine Plasmapherese bekommen haben, dann weiß man, man wartet mal zu nach Cortison, dann gibt man vielleicht nochmal ein zweites Cortison und dann gibt man Plasmapherese. Bei den NMO-Patienten gehen wir ziemlich schnell zur Plasmapherese. Also wenn NMO-Patienten zu mir kommen, ich beginne eigentlich am gleichen Tag den Plasmaaustausch. Und da kann man die Plasmapherese machen, wo die verschiedensten Entzündungsstoffe rausgewaschen werden. Es ist wie eine Dialyse oder die Immunadsorption. Das ist eine neue Methode, können nicht alle anbieten, wo wir nur die Antikörper rauswaschen, aber alle Antikörper rauswaschen. Ist ein bisschen verträglicher für die Patienten, weil nämlich andere Stoffe nicht rausgewaschen werden. Und was man sieht ist, wenn die schon mal angesprochen haben auf diese Plasmapherese, ist es 7-mal wahrscheinlicher, dass sie nochmal ansprechen. Und deswegen ist es so, dass wir relativ schnell dazugehen. Bei den Augen wissen wir, dass sie sehr gut ansprechen. Beim Myelon wissen wir es nicht unbedingt so gut, deswegen wirklich relativ schnell beginnen. Also Plasmapherese und Immunadsorption hat einen riesen Stellenwert für die NMO. Für uns ist es viel wichtiger als das Cortison, muss ich sagen. Es gibt wenige Erkrankungen, wo die Immunologen, also wo sich mit dem Immunsystem beschäftigen und Neurologen sind, so viele Fortschritte gegeben hat wie bei der NMO. Vor 20 Jahren haben wir die Antikörper gesehen. Wir haben 3 Therapien. Wir wissen eigentlich, was passiert. Und das passiert. Und das sind die Therapiemöglichkeiten. Nein, ich komme jetzt in aller Ruhe dazu. Warum es wichtig ist, es zu unterscheiden? Tecfidera, Dimethylfumarat, kann NMO schlimmer machen. Fingolimod, das Gelenia und andere S1P-Modulatoren, Zeposia, kann die NMO schlimmer machen. Dysabri kann die NMO schlimmer machen. Interferone und so etwas bringen wahrscheinlich nichts. Copaxone bringt auch nichts. Also, dass es wirklich manche Therapien gibt, die man nicht ergeben kann. Das Gute an der NMO ist, ich kann es unglaublich gut behandeln. Also wenn jetzt jemand verzweifelt ist, NMO ist sehr gut zu behandeln. Und wir brauchen uns darüber keine Gedanken machen, weil wir die Therapien haben. Was sind die Therapiemöglichkeiten? Das ist die B-Zelle. Das ist die Plasmazelle, was wir heute schon gehört haben. Die B-Zelle muss sich zur Plasmazelle entwickeln, damit Antikörper kommen. Diese Antikörper sind genau das, was wir nachweisen können. Aber die B-Zelle muss der Plasmazelle sorgen, dass sie Antikörper macht. Das passiert über Interleukine oder über Handysignale sozusagen. Die Antikörper können dann bei verschiedensten Wasserkanälen, bei den Aquarin-4-Kanälen andocken und dort lösen sie eine Immunreaktion aus, das Komplementsystem. Das Komplementsystem ist jetzt wieder was Kompliziertes. Das sind einfach verschiedenste Stoffe, die für ganz spezielle Fälle verantwortlich sind, nämlich für Pneumokokken und Meningokokken. Das sind so große Bakterien, die Fresszellen, was wir kennen, können das nicht zerstören. Also brauche ich wirklich das Komplementsystem, denn das Komplementsystem kann ein Loch in diese Zelle machen. Und wenn das Loch in dieser Zelle ist, wird die Zelle zerstört, aber löst eine unglaublich heftigste Immunreaktion aus. Und genau das passiert bei der NMO. Diese Handysignale, es bringt ja nie was, wenn ich jemandem ein Handy, eine Nachricht schicke, wenn der auch ein Handy hat und empfangen kann.
Deswegen gibt es hier die verschiedensten Rezeptoren und das ist der Interleukin-6-Rezeptor. Und das, was wir noch haben, jede von diesen Immunzellen, das sind wie unsere Polizisten. Die Polizisten sind einfach da, dass sie Verbrecher jagen. Wenn aber die Polizisten korrupt sind, schaden sie den eigenen Staat. Aber jeder von diesen Polizisten hat einen Ausweis. Und dieser Ausweis sind diese Zellmarker, was wir auch schon vorher vom Helmut Rauschke gehört haben. Und die B-Zellen haben zwei Zellmarker, die für uns von Bedeutung sind, nämlich CD20 und CD19. Die Plasmazelle hat CD19 teilweise, nicht alle. Und das erklärt auch, was der Therapieansatz ist. Denn wenn ich CD20-Antikörper habe, werden die Zellen mit den CD20 zerstört, die B-Zellen zerstört. Wenn ich CD19 mache, dann wird die B-Zelle zerstört, aber bis zu einem gewissen Teil die Plasmazelle. Therapie, erste Therapiemöglichkeit, was ich Rituximab habe, es ist nicht zugelassen, es wird in den Leitlinien empfohlen und es ist gut wirksam. Wenn ich das gebe, CD20, wird die B-Zelle zerstört, CD20 ist weg. Und wenn Sie jetzt hingeschaut haben, was da passiert ist, die Antikörper werden weniger. Und das soll einfach der Grund sein, warum das hilft. Wenn wir Inebilizumab nehmen, haben Sie zwei verschiedenste Ausweise, wo ich angreife. CD19 auf den B-Zellen und auf den Plasmazellen bis zu einem gewissen Grad. Die Plasmazellen werde ich nicht vollkommen ausrotieren, wo es gar nicht so schlecht ist, aber dadurch werden wieder die Antikörper weniger. Und dadurch habe ich weniger Aktivität. Das Satralizumab ist auch ein neues zugelassenes Medikament, das Interleukin 6, also diese Händesignale, stört. Und wenn ich das mache, wird wirklich dieser Empfänger, also es wird das Handy von ihm hier gestört und ich kann ihm keine Nachricht mehr geben. Wenn ich das mache, werden die Antikörper weniger. Und dann gibt es noch die neuen Therapien, die Komplementinhibitoren. Was da passiert ist, die Antikörper sind vollkommen da, sind alle Antikörper sind da. Was ich aber wirklich heraussuche, die Endstrecke vom Komplementsystem, wo wirklich ein Loch in diese Zelle gemacht wird, was den Immunschaden vorantreibt. Und wenn ich das gebe, kann das nicht passieren. Und somit kann ich den großen Schaden wegnehmen von den Patienten. Das sind die Therapiemöglichkeiten und die Therapienstrategien, die wir momentan in der NMOSD haben. Sind die wirksam? Unglaublich wirksam. Also sowas von wirksam, man kann sich das nicht einmal im geringsten vorstellen. Hier sehen Sie einfach, was da passiert. Das ist Eculizumab und das ist Placebo. Und wenn man sich anschaut, man sieht immer nur, wer Schübe hat, der fällt runter. Unter Eculizumab sehe ich fast nicht, dass jemand runterschiebt. Also unglaublich wirksam. Ich habe fast keinen Schub unter Eculizumab. Während Placebo deutlich schlechter wird. Satralizumab. Ich sehe, wie die Placebo, die was keine Therapie bekommen, runterfallen. Satralizumab bleibt oben. Ebenso bei der zweiten Studie von Satralizumab. Rituximab, weil immer wieder diese Frage kommt, ist Rituximab, wenn es nicht zugelassen ist, darf es überhaupt geben? Na, wir wissen schon, dass es wirksam ist, es ist nur nicht in großen Studien getestet worden. Aber es ist ebenso wirksam. Und das Inebilizumab, die neue Substanz, CD19, ist ebenso wirksam. Also alle Therapiemöglichkeiten, die was ich in der, für die NMO habe, sind wirksam. Und das ist das Allerwesentliche. Was man aber sagen muss, die Patienten brauchen eine Therapie. Das ist das Entscheidende. Weil die Schübe, wie wir vorher gesehen haben, leider wirklich sehr heftig sein können. Wenn ein Schub auftritt, Plasmapherese oder Immunadsorption, danach Diagnose und Therapie. Zugelassene für diese NMOSD, für den Positiv, wo ich Antikörper nachweisen kann. Deswegen tue ich auf diese Antikörper immer sehr herumreiten, weil ich für die Negativen eigentlich nur das Rituximab geben kann. Ist C5-Inhibition, also das Komplement, da habe ich das Soliris, Eculizumab, was alle 2 Wochen gegeben wird, sehr wirksam. Tritt eigentlich keinen Schub auf. Oder ganz neu, das Ultomiris, das ist das Ravulizumab, das ist das Nachfolgeprodukt. Ebenso unglaublich wirksam, Riesenvorteil alle 2 Monate. Also es ging vor 2 Wochen, alle 2 Monate. Und was ist der Wirkmechanismus? Komplementsystem. Nur damit man es weiß, worüber wir sprechen. Komplement wird unterbunden.
Ich habe aber schon vorher gesagt, man muss vorsichtig sein, weil es vor allem für die Meningokokken und Pneumokokken ist. Also diese Patienten brauchen eine Impfung. Ohne Impfung gegen Meningokokken und Pneumokokken geht es nicht. In Ausnahmefällen, dass ich immer die ganze Zeit Antibiotika nehme, dass es nicht auftritt. Die Meningokokken können wirklich sehr viel Schaden anrichten. Und wenn ich das gebe, das Medikament, ohne dass ich gegen Meningokokken geschützt bin, dann ist dieses grüne Monster, was uns der Helmut gezeigt hat, viel größer als die Bababa. Satralizumab wird auch Enspryng genannt. Ja, ich würde auch gerne wissen, wer sich diese Namen ausdenkt. Hier wissen wir, dass es die beiden Studien kombiniert. Wir wissen, sehr gut wirksam, wirklich unglaublich gut wirksam. Hier sehen wir nochmal, was wirkt. Es wirkt genau da bei der Inhibition. Was der Unterschied ist, kommen wir später noch dazu, was das Beste ist oder nicht das Beste. Es gibt nicht das Beste. Auch neu CD19-Antikörper. Jetzt werden Sie mich fragen, was ist der Unterschied zu Rituximab? Es ist optimiert, muss ich sagen. Und ein paar Patienten werden auf CD20 möglicherweise trotzdem Schübe haben. Hier bin ich ein bisschen breiter und möglicherweise ein bisschen stärkere Wirksamkeit. Aber Rituximab, wenn einer auf Rituximab gut läuft, würde ich nicht ändern. Studie, sehr gut wirksam. Sehen wir einfach. Was passiert bei diesen Patienten? Ich zerstöre einfach die B-Zellen und bis zu einem gewissen Grad die D-Zellen, die Plasmazellen. Plasmazellen sind die, die wirklich ausführende Organe sind, die wirklich das Immunsystem vorantreiben. Zugelassen ist somit C5-Inhibitoren, Komplementinhibitoren, Eculizumab Soliris, Ravalizumab Ultomiris. Ob man das Eculizumab noch geben sollte? Natürlich, es ist unglaublich gut wirksam, aber wenn ich es alle 2 Wochen oder alle 2 Monate, werde ich mich wahrscheinlich fürs Ravalizumab entscheiden. Das muss aber intravenös verabreicht werden. Anti-CD19-Antikörper, das Inebilizumab oder Uplizna, ja, die Namen sind unglaublich, alle 6 Monate intravenös. Interleukin-6-Rezeptor-Inhibitor, Satralizumab, das Enspryng, ist eine Spritze einmal monatlich. Off-Label, Anti-CD20, Off-Label bedeutet, dass es nicht zugelassen ist. Bedeutet nicht, dass sie keine Wirksamkeit hat. Das ist ein Riesenunterschied. Aber es ist nicht zugelassen. Es ist in großen Zulassungsstudien nicht getestet worden. Alte Medikamente, die ich aber eigentlich nicht mehr verwende. In Ausnahmefällen habe ich noch 1, 2 Patienten. Das ist Azathioprid und Mycophenolat. Vorteil ist in Tabletten. Aber würde ich jetzt eigentlich nicht mehr empfehlen, weil ich da schon zu viele Schübe gesehen habe. Und das Tocilizumab ist so ähnlich wie das Satralizumab, muss aber stationär gegeben werden. Wichtig, ganz wichtig, MS-Medikamente können die NMOSD verschlechtern. Bitte denken Sie an meinen Leopold, der den Garten zerstört hat. Was macht man da? Eine Patientin, diese Patientin war blind. Plasmapherese, sie arbeitet immer noch sehr erfolgreich, braucht ihre Augen, immer noch. Plasmapherese hat geholfen. Das sollen Sie mitnehmen. Die Therapien sind wirksam. Visus ist bei 100%, also das Sehvermögen ist wieder vollkommen hergestellt. Hat CD20-Antikörper das Rituximab bekommen. Trotzdem kann was passieren. Nach 7 Jahren hat sie wieder eine Optikusneuritis bekommen und die Patientin ist jetzt auf Interleukin-6-Rezeptor-Inhibitor, auf Satralizumab, auf das Enspryng eingestellt worden. Auf was muss ich achten? Wichtig ist, es ist die einzige Therapie, die ab 12 Jahren zugelassen worden ist und die, was nur zugelassen ist für die Aquaporin-4-positiven Patienten. Was muss ich noch achten? Ich kann es und darf es sogar in Kombination mit anderen Medikamenten geben, mit Azathioprin und Zellzept, was wir vorher erwähnt haben. Ich darf es sogar kombinieren. Das ist eine Ausnahme. Mit anderen Therapien sollte man nicht kombinieren. Es war in den Studien auch getestet in Kombination. Es ist einmal monatlich eine Spritze. Vorteil für den Patienten, er kann es zu Hause verabreichen, er muss nicht zum Arzt gehen. Natürlich muss er zum Arzt alle 6 Monate gehen, damit man schaut, ob das gut klappt. Aber er ist nicht abhängig von stationären Aufenthalt, er ist nicht abhängig von anderen Problemen, er kann es zu Hause verabreichen. Gut verträglich, die Patienten, was ich eingestellt habe, sagen, es ist ohne Probleme. Und ich brauche von Zeit zu Zeit eine Blutbildkontrolle.
weil nämlich dieses Interleukin 6, diese Händesignale auch verantwortlich sind für die Immunabwehr. Deswegen brauche ich von Zeit zu Zeit eine Laborkontrolle, nur damit ich nichts übersehe. BML-Fälle haben wir unter dieser Therapie noch nicht gesehen und ich erwarte sie mir auch nicht. Patient 2. Eine Patientin, die aus nicht in Österreich geboren worden ist, aber sehr gut behandelt worden ist, aber in einem osteuropäischen Land. Endoxan, früher hat es noch keine anderen Therapien gegeben, Methotrexat, Schwangerschaft, CD20-Antikörper. Schwangerschaft ist bei dieser Patientin Gott sei Dank gut gegangen. Hier sehen Sie die Bilder. Jedoch, dann hat sie plötzlich eine Infektion gehabt und nach der Infektion hat sie so einen heftigen Schub bekommen, dass sie tetraplegisch war. Sie konnte weder die Arme noch die Hände bewegen. Haben wir sofort mit Soliris begonnen, noch im Schub. Impfung hat nichts gebracht, weil sie keine B-Zellen hatte. Und unter Antibiotika-Prophylaxe darf ich es geben. Auf was muss ich aufpassen? Nur zugelassene für die Aquarin-4-positiven Patienten ist so. Deswegen bin ich so immer wieder im Aquarin-4-Status. Und Vorsicht, Meningokokken. Die brauchen eine Meningokokkenimpfung. Das ist notwendig. Ohne diese Meningokokkenimpfung darf ich das Therapie nicht geben. Es wird nicht geliefert, bevor ich nicht nachgewiesen habe, dass sie eine Meningokokkenimpfung haben. In Ausnahmefällen muss ich 15 Mal versichern, dass es so ist, kann ich es auch unter Antibiose geben. Und hier ist der Grund dafür. In der Zulassungsstudie hat es einen Todesfall gegeben unter Meningokokken. Wenn ich Plasmapherese mache oder sonstiges, muss ich einfach nur so schnell wie möglich nachholen. Bei dieser Patientin alle 2 Wochen, B-Zellen waren im Verlauf nachweisbar, danach Impfung, Impfdieterkontrolle und sie braucht keine Antibiose mehr. Bedeutet, wenn ich es wirklich notwendig habe, kann ich die Therapie beginnen. Ich muss nur relativ schnell nachimpfen und wirklich nachweisen, dass die Impfung geholfen hat. Dann kann ich die Antibiose auch beginnen. Eine weitere Patientin, Paraplegie, Anti-CD20-Antikörper, hier sehen Sie die Bilder, Visusverlust auf dem rechten Auge, also die Patientin ist wirklich arm, ist aber schon relativ alt, also über 70 Jahre. Ich hoffe, also sagen wir so, sie ist erwachsen. Und was ich da sehe, ich musste ihr Therapie geben und ich habe dann auch das Eculizumab gegeben. Die Patientin hat keine Impfdieter, spricht sie nicht an, weil sie CD20 bekommen hat, auch mit dem Alter, mit dem Erwachsenwerden des Immunsystems schwächer, deswegen antibiotische Prophylaxe. Die B-Zellen sind zurückgekommen, Impfungen trotzdem immer noch nicht ausreichend, deswegen weitergegeben. Alle 2 Wochen, Patientin ist paraplegisch, also sie sitzt im Rollstuhl und muss vom Pflegeheim hergebracht werden. Deswegen habe ich sie dann umgestellt auf das Ultomiris, auf das Ravalizumab, was alle 2 Monate gegeben werden kann. Und relativ unkompliziert, dass ich einfach eine Umstellung machen kann, also eine Neuinstellung. Und ich habe bis jetzt, bis auf eine Patientin, alle umgestellt auf das Ravalizumab. 2 Monate ist aus meiner Sicht einfach für alle Beteiligten besser als 2 Wochen. Die gleichen Sachen wie bei Soliris muss ich auch geben, dass wirklich diese Impfung vorhanden ist. Ich muss auf die Meningokokken achten. Ist einfach so. Und wieder für Aquarin 4 Patienten und nur für Erwachsene. Einzige Medikament, was zugelassen ist, ist wirklich diese Spritze. Nächste Patientin. Gangstörung, Krippeln. Jeder hat es einmal. Auf jeden Fall war es wieder irgendwann okay. Dann Erbrechen. Denken Sie an das Erbrechen, was wir vorgeschaut haben. Brustschmerzen, Gangstörungen. 5 Tage Cortison erhalten, keine wirkliche Besserung, Aquarin 4 Antikörper positiv. Im AKH ist es jetzt relativ hoch, Plasmapherese, die Patientin arbeitet und ist normal gehfähig. Impfplan hat sie alles erfüllt, nicht gegen Pneumokokken und Meningokokken, also muss ich eine Impfung machen. 2 Schübe, welche Therapie? Wir haben uns dann für Inebilizumab entschieden, für CD19 Antikörper, also wo diese B- und die Plasmazellen ist. Auf was muss ich achten? Für Erwachsene Aquaporin 4 positiv. Also wir haben jetzt nur für Aquaporin 4 positiv gesprochen. Ich muss schauen, ob irgendeine schlimme Entzündung vorhanden ist, wie Hepatitis oder HIV, was wir eigentlich bei allen Patienten eigentlich machen.
Und dann haben wir schon beginnen können. Ist eine Infusion, alle 6 Monate eine Infusion. Und warum es breiter ist als das Rituximab? Weil die CD19 ist noch ein bisschen auf den Plasmablasten und geht ein bisschen auch in die Vorläuferzellen, in die Polizeischüler, in die Schüler der B-Zellen rein. Wie viele Patienten gibt es denn überhaupt, wenn wir so groß daherreden? Wir haben jetzt 33, es sind nicht mehr 32. Die meisten Patienten sind Frauen, es sind jetzt 30 Frauen und sind meistens Erwachsene. Ein paar Kinder haben wir. MOG, IgG, was wir gesehen haben, gibt es mehrere Patienten, die laufen aber gut, die brauchen nicht alle eine Therapie, haben wir ca. 60, also es sind seltene Erkrankungen, es ist einfach so. Deswegen ist es so, dass Sie sich wirklich einen Arzt aufsuchen sollten, der sich damit beschäftigt. Also alle Unikliniken sind dafür geeignet und der Kollege Rauschka in Donauspital hat auch sehr viel Erfahrung, die haben schon von der früheren Zeit her sehr viele Patienten immer gehabt. Was ist der Unterschied? Bei der Aquarin 4, bei der NMO, wir wissen den Antikörper, wir wissen es, wir wissen, was die Ursache ist. Wir können die Ursache unglaublich gut behandeln. Typische Symptome sind Optikusneuritis und die Myelitis. Es ist nur schubförmig, keine progressive Phase. Wichtig, Banden bringen uns relativ wenig weiter. Im Gegensatz zu MS sind sie häufig oder meistens immer negativ. Und was wir sehen, ist einfach dieser Komplement, also ich nehme einfach einen Kollateralschaden in Kauf. Das Immunsystem nimmt einen Kollateralschaden in Kauf. Sie greifen bei diesen Aquarin 4 Kanälen an und das Komplementsystem möchte einfach alles zerstören. Und das ist das große Problem. Und deswegen brauchen diese Patienten auch unbedingt eine Therapie. Intravenös haben wir verschiedenste Möglichkeiten, wie eben das Ecolizumab, unglaublich viele Rechtschreibfehler habe ich drinnen. Das Ravalizumab, wichtig ist Meningokokken, Interleukin-6-Rezeptoren-Inhibition, Subkutan, alle 4 Wochen. CD19-Antikörper, intravenös, alle 6 Monate. Gibt es das Beste? Nein, das Beste ist, dass Sie wirklich eine Therapie haben. Welche Therapie ist relativ egal. Wenn Sie auf eine Therapie einen Versager haben, dann werde ich jetzt nicht weitergehen mit dieser Therapie, sondern werde es möglicherweise switchen auf eine andere Möglichkeit. Off-Label-Therapien habe ich manche, bedeutet nicht, dass sie nicht wirksam sind, sind aber nicht groß getestet worden. Und das ist mir fast das Wichtigste. Welche Therapie entscheide ich? Ich entscheide mal gar keine Therapie. Die Patienten und ich entscheiden eine Therapie. Und da fließen sowohl die Präferenzen ein vom Patienten, dann auch der Patient selber, Alter, Aktivität, die Krankheitsaktivität und natürlich den Zulassungstext muss ich einfach beachten. Also wenn einer negativ ist, werde ich ihm nicht eine von diesen Therapien zulassen. Aber alle 3 zugelassenen Therapien sind einfach wirksam und die Patienten brauchen eine Therapie. Was tut man, wenn man klinischen Verdacht auf NMOSD hat? Sehnerventzündung, dass das Myelom betroffen ist und das Erbrechen, der Schluck auf. Ich mache mal eine Testung, eine Antikörpertestung. Wenn es positiv sind, ist relativ einfach die Diagnosestellung. Wir machen einfach so ähnlich wie bei der MS, spielen wir das durch und können dann die Diagnosestellung machen. Und dann kann man auch relativ schnell eine Therapie machen. Wenn es negativ ist, ist es ein bisschen komplizierter. Denn ich muss wirklich genau schauen, was haben die Patienten. Ich muss mir das MRT anschauen, was sehe ich im MRT. Ich muss wirklich bei der MS eine gründliche Unterscheidung machen. Ich muss Differentialdiagnosen machen und dann kann ich die Diagnosestellung einer NMOSD machen. Bei den negativen Patienten. Therapiemöglichkeiten für die negativen, keine einzige Therapie zugelassen. Wir wissen aber, dass Therapien wirksam sind. Also auch diese Patienten bekommen eine Therapie. Das ist der alte Herr Charcot, werden Sie nicht kennen, jeder Neurologe kennt ihn. Das war im 19. Jahrhundert einer der bedeutendsten Neurologen, der alle möglichen Erkrankungen wirklich beschrieben hat. In der MS hat er sich sehr hervorgetan, muss man sagen. Und der hat immer gesagt, bevor ich eine Therapie starte, wirklich der größte Trumpf, den der Arzt oder die Patienten haben, ist die Diagnosestellung. Denn wenn ich die richtige Diagnose habe, kann ich dementsprechend auch die richtige Therapie machen. Und diese beiden tue ich nochmal bringen zum Abschluss. Denken Sie daran, nicht alles, was eine MS ausschaut. Man muss immer an die Differentialdiagnosen denken, sonst sperre ich meinen armen Hund ein, der was mir meine Möbel kaputt macht, aber die
Der Garten wird meistens mehr kaputt, weil nämlich der wirkliche Schädling, der Leopold, immer noch draußen ist. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.